Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und heute spielen wir State 2K2 mit der Mathilde. Genau, die steht zwar nicht hier bei Kelly, aber sie ist da. Oh, ich wollte Kelly nicht schlagen, aber es geht Gott sei Dank nicht. Ich quatsch die mal an, ja? Mach das. Ach, die muss ich ja lesen. Die Seuchenzombies wandern nicht ziellos herum. Sie scharen sich um Seuchenherzen, aber wenn du das Herz zerstörst, bist du auch die Zombies im Gebiet los. Ja, bringen wir sie. I've been collecting some items for just this occasion. Feel free to take some. Oh, I like. Ich glaube, das hat man letztes Mal schon angestartet. Killing the plague heart instantly wipes out all the infected zombies nearby. Nobody really knows why. Going after a plague heart like this reminds me of my old team. God. Hast du was markiert oder war das? Ja, ich dachte, ich guck hier mal unten nach ein bisschen Futter oder irgendwas auch immer. It would have been our legacy. But things bin aber schon wieder auf dem Weg zurück. Mm. Ich habe hier gerade noch einen. Vielleicht habe ich ja Glück und finde ein bisschen Futter. Die labert doch irgendwo hin, dass wir irgendwo hin müssen. Hast du mich gerade unterbrochen? Ach, das Seuchenherz ist da hinten. Ne, Infektionsherz. Überlebenskampf, vernichte das Seuchenherz. Oh, hier hinten müssen wir. Ich gehe schon mal vor, ja? Alles klar, ich komme gleich nachgelaufen. Ich bringe nur das, was ich gerade gefunden habe, weg. Ich glaube... Hinter dir ist ein Zombie. Watch out. Nee, ist Kelly. Sieht okay, aber fast genauso okay aus. Nee, ich glaube, das hat man letztes Mal schon angestartet, aber... Dann habe ich ja das Spiel beendet. Oder aufgehört und dann... Hat er das so dumm gespeichert. Leider hat dieses Spiel auch einen Autosave-Modus. Ich hasse Autosaves. Weil wir hätten jetzt Probleme mit dem Ton. Das heißt, ich kann nicht einfach zurückladen und das normal spielen. Nein, man kann das eben nicht. Darum hoffe ich, dass diese Aufnahme besser wird. Oh, verwende um Funk... Ja, Funkbefehle, um Ressourcen aufzuspüren oder zu sammeln. Kann man machen, aber ich habe noch zu wenig Punkte, um überhaupt irgendwas aufzusammeln. Oder irgendwas in Besitz zu nehmen. Ich glaube, wir hatten letztes Mal 295 Punkte, ne? Nee, das Whoever lost this, don't need it now. Wie bitte? Ich meine, das war schon über 300. Ne, 295. Na gut. Das eine, was ich wollte, brauchte 300. Irgendwo, damit wir Arzneimedikamente bekommen. Hast du daran gedacht, irgendwie was Explosives oder so mitzunehmen, damit wir das Seuchenherz zerstören können? Nö. Hab ich nicht, aber wenn du gerade noch hinten bist, kannst du was mitbringen. Du kannst sowas auch bei Kelly besorgen, aber okay, ich gehe zurück. Hoffentlich haben wir Bomben oder sowas da. Wir können es auch bei Kelly besorgen. Ja, sprich mit Kelly. Seuchenherzen sind mit Schlagwaffen schwer zu töten. Sprengstoff und Schusswaffen sind aber ziemlich effektiv. Das ist gut zu wissen. In dieser Enklave handeln, ja. Let's see what we can do. Mal sehen, was wir tun können. Ach, sie hat sogar direkt was dabei. Feuerwerkskörper. Dosenbomben. Ah. Eine Dosenbombe haben wir auch im Mist, jetzt habe ich zwei gekauft. Dafür ging es. Dann habe ich eine und du hast zwei, das sollte doch reichen. Jo. Und ich habe einen Schalldämpfer, sehe ich gerade mit dem Typen, habe ich letztes Mal eingesammelt. Hab zwar nur 9 Schuss, aber... Und ich bin schon wieder halb voll. Aber ist ja cool, wenn man später mit Kelly handeln kann. Weil ich glaube, bei Teil 1 haben die nichts gemacht. Man konnte mal ab und zu ein bisschen was für die machen und dann war das halt, ja... Ob die danach weiter existieren oder im Keller fällt ein Sack Reis und ich glaube, das hat nichts gebracht. So, ja. Ist aber eine nette kleine Ortschaft, wenn ich es so sehe. We've got some quality stuff to trade. Anybody interested? Ah, irgendwo ist noch ein Überlebender, der heißt Harry. Seuchenherz. We're getting close. You can tell by the red haze. And the plague zombies, of course. Gibt es hier überhaupt Tiere? Hast du was gesehen? Weißt du das? Du hast ja ein bisschen weiter gespielt. Ich habe keine Tiere gesehen. Also nur Tote. I wonder if anyone here is still alive. Fuck. The air around these plague hearts makes my lungs burn. Ach, du hast einen Kerl. Mit einem grünen Baseballschläger? Das ist eine Axt. Achso, ist eine Axt? Achso, jetzt grauer. Ja, okay. Müssen wir
alle Gegner hier vernichte das Seuchenherz. Ich glaube, es wäre sinnvoll. Sonst kommen die rein. Und ich würde sagen, wir versuchen es irgendwie erstmal ein bisschen schleichend. Ja, oben rechts ist einer, ne? Dann gehe ich zu den oben rechten. Und hoffe, dass er nicht gleich in unsere Richtung umdreht. Nee, nee, geh woanders hin. Er hat mich erfasst. Nee, doch nicht. Bitte, der erste ist schon mal. Oh! Wie war das? STRG? Ja. Oh. Seuchenzeug. Oh, es waren da schon mal 3 Hektiker weniger. Ich glaube, das Gebäude hatten sie in Teil 1 auch. Das kann sein. Gut, du bist immer noch im Boden, wenn du schleißt, aber ist nicht so schlimm. Ich würde sagen, wir gehen erstmal ums Gebäude rum, bevor wir reingehen. Ja, dann teilen wir uns auf. Du links, ich rechts. Aber wenn die uns im Gebäude sehen, dann kommen die sowieso rausgerannt. Wirf Sprengstoff. Angesiedelte Ziel. Irgendwo habe ich ganz viele. Ja, ich höre sie auch. Auf der anderen Straßenseite. Okay, die nicht. Ich stürme jetzt. Warte. Ey, ich kann hier nicht über den Bordstein klettern. Was ist das denn für ein Horst? Alter Horst! Ah, Luke, möge die Macht mit dir sein. If it ain't the heat, it's the humidity. Ah, Fettsack! Locked up. Hinter dir 2 Stück! Durch doch! Achso, ich bin du, nicht du. Geht doch. Oh, hinter uns. So. Schnell das Seuchenherz da irgendwie. Markiert das automatisch oder wie werfe ich was? Wahrscheinlich. Nee, Kuh ist heilen. Ah, noch, du kannst durchtappen. Nicht geklappt. Scrollen. Da wirft er echt einen Tucke, wirft er. Wie eine Tucke. Bringt nichts. Scheiße. Verreck doch mal. Ey, das gibt's doch nicht hier. Fuck, this ain't working for shit. I'm sorry, are you hurting? We'll have some more. Also die Dosenbomben sind der Witz. Oh, das tut weh, das tut weh. Ah! Mal verbinden. It's done. Lake Guard is fucking toast. That's great news. I feel safer already. That was nice. Unfortunately, ja, aber ich Pistole drauf geschossen habe, das ist ein Witz. 9 Schuss habe ich drauf geballert. Wir uns hier noch mal ein bisschen um, würde ich sagen, ne? Also die Dosenbomben kannst du das scheißen, das bringt nichts. Habe ich irgendwas zum Heilen noch da gefunden? Energy Drink ist nur für Ausdauer. Ich finde gerade so ein bisschen Nahkampf auf mir. Oh, ein Essensrucksack liegt hier noch drin. Kannst du den noch nehmen? Ne, hast du einen großen Rucksack, meine ich? Nein. Ah, da kann ich ihn vielleicht hinschmeißen. Warte. Das war rechte Maus, rechtsklicken. Oh, Kelly, geh mir aus dem Weg. Hier liegt einer. Zack. Eating, eating, eating. Dann kann ich den anderen nehmen. Ruckeschmaus. Ah, Kreischer so draußen, aber ich habe keine Munition mehr. Was brauchst du für Munition? 45er. Nee, ich hab nur 22er gefunden. Hast du Schrauben? Schrauben? Hm?
zu unserer. Ich habe Schrauben, Energy Drink. Nein. Und Rolle Feuer, Rolle mit Feuerwerkskörpern. Benzin. Nee, ich habe eine Pistole, 22er Munition, eine Rohrzange, einen diamantenbesetzten Anhänger. Nee. Und eine. Und ein Beil. Okay, dann ab nach Haus. Vergiss nicht. Nicht einfach vom Dach springen. Das macht nee, nee, darum. Kletter jetzt. Ist kein PUBG, ich weiß. Nein, runter, 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 runter. Nicht mehr hoch. So. So, aber eine Sache kann ich hier noch anschauen. Ja, ich bin glaube ich hier noch ein oder zwei. Ja, aber ich habe auch noch ein bisschen Platz. Ich kann dir auch noch was rausschmeißen, wenn du was haben willst. Ethanol habe ich gerade noch gefunden. Ach, hier ist wieder Essen drin. Ein Platz hätte ich noch frei, vielleicht können wir was auf dem Rückweg. Aber ich kann, glaube ich, hier lass uns mal raus. Nichts mehr sehen. Ja, einsammeln. Und hier ganz dezent. Ach doch, hier hinten ist noch was. Here's a piece of friendly advice. Be careful who you tell about that cure you have. Ja, ich weiß. Schrauben, aber die Munition kann ich nicht mitnehmen. Egal. You ready? Ja, ich komm raus. Wird's schon wieder dunkel? Ja. Ich habe das Gefühl, dass es in diesem Spiel mehr dunkel als hell ist. Ja, ich glaube, das kann man. I was bored, so I went out and found a few things. You're welcome. Aha. Phoebe ist ja auch gut drauf. So. Er sammelt automatisch, okay. Ah, lauf mal ein bisschen schneller hier. Hopp, 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 hopp. Cardio trainieren. Ja, ich bin jetzt so doll verletzt, ich habe weniger Ausdauer. Und bin halt. Oh. Der ist schon kaputt. Du bist ermüdet. Ja, wahrscheinlich zu viel gerannt. We have unfriendly company. Meep meep. You know, I know I don't say it often, but you're doing great out there. Ja, wir arbeiten großartig, wir leisten großartige Arbeit. Zu tief, ne? Das ist zu tief. Das tut dolle weh. Ach, ich habe übrigens festgestellt, dass wenn man die Türen nicht selber zumacht, gehen die nach einer Zeit von alleine zu. Hey, mind coming over to talk? Habe ich mir schon gedacht, warum habe ich es vorhin nicht mehr zugemacht? Kelly? Ach, jetzt ist Kelly oben geblieben, oder was? Ah, ist die doof. Willkommen daheim, ja. If we run any lower on ammunition, we won't be able to defend ourselves. Wir brauchen Lebensmittel. Die bringen wir doch gerade. Let's put this to use. Kein Platz mehr für Lebensmittel. Wir haben keinen Platz mehr für Lebensmittel. Dann musst du eben das Lager ausbauen. Ah, es ist doch Rotz. Ach nee, da wollen wir nicht hin. Zack. Basis. Lager. Eingebaut. Wie kann ich das vergrößern? We gotta get some new faces around here. Das ist eigentlich das Symbol ganz rechts. Wenn das nicht geht, musst du dir angucken, warum das nicht geht. Welches Symbol ganz rechts? Geh nochmal auf dieses Bausymbol vom Lager, das du gerade hattest. Ich bin hier im Lager. Das geh nochmal ganz, genau, ganz rechts, da ist ein Pfeil. Ganz rechts, weiter unten. Das da, ah, okay. Das heißt, uns fehlen Baumaterialien. Ah, das heißt sechsmal Baustoff oder was das ist, ja? Genau. Okay, das heißt Baustellen plündern. Das heißt, wir können gucken, ob wir irgendwas kochen können oder so, um vielleicht ein bisschen was Gegenstände herstellen. Wir könnten Snacks zubereiten. Nee, hier in dem Lager passt noch was hin, aber wir haben hier diese großen Säcke passen da nicht mehr rein. Das ist mir schon klar, aber du weißt auch, dass wir da das Baumaterial reinpacken müssen, oder?
Ja, also die Nahrung verbraucht sich doch so oder so. Na gut, gehen wir nach Baustoffen suchen. Nee, ich muss, mit Kelly über die Zukunft reden? Richtig, und da wieder auf den Berg rennen, auf die, von dem ich gerade runtergekommen bin. Ich glaube, Kelly ist nicht hinterher. Doch, doch, doch. Die ist doch hinterhergekommen, okay. Kelly, vereinzelte Überlebende. Ich habe mich schon damit abgefunden, dass ich hier draußen alleine sterbe. Aber euer Tatendrang gibt mir Hoffnung. Es wäre mir eine Ehre, eure Gemeinschaft beizutreten. Ja, darfst du kommen. That's good to hear. I don't fancy the idea of being on my own. Passiver Lärm von Bevölkerung lockt wahrscheinlich Viecher an. As my first contribution to the team, so. I advise you to start thinking about the long term. With the right leadership, this group could be something special. Ich will nicht unhöflich sein, aber laber mich nicht voll. My last community had these special radios that could also send text messages. Okay, somebody came through a while back passing them out. Gut, you should have them now. Ein Mietlager. It's what ja, my friends would have wanted. Da würde ich einfach mal hingehen. Have a good one. Gut, na ja, kannst du kurz warten. Ich schicke hier den einen Typen ins Bett. Okay. Aktion. Und alles gut. So. Wir haben jetzt die Kelly. Aber ich nehme Bird. Wehe, der ist nicht ausgeschlafen. So. Nochmal kurz gucken. Ich sehe nochmal zu, dass der eine Nah- und Fernkampfwaffe hat. Hat er. Und kann los. Du hast was markiert. Gehst du hier hinten raus? Ja. Wohl, warte mal, auf der anderen Seite ist noch ein Zombie. Ah, ich glaube, es hat sich gerade erledigt. Ne, hier ist noch einer. Kopf ab. Da kommt noch einer. Hier bin ich fast reingerannt. Ach, da sind mehrere. Die sind drin? Nee, nee. Ah, die wurden schon getötet von unseren Kollegen, die hier verletzt sind. Aber leider ist meine Waffe beschädigt. Würde ich gerne nochmal austauschen. Bei diese kurze Versorgungstour kriege ich auch mit der Waffe noch hin. Du hattest was markiert, ne? Das blaue. Ja. Okay, dann renne ich ja schon mal hin. Weil du rennst in eine andere Richtung. Ja, weil da ein Zombie war. Ein Zombie war da. Und da ist ein Kreischer. This could be bad news. Ach, scheiße. Meine Axt ist auch kaputt gegangen. Ganz kaputt? Naja, nicht, ist gelb. Aber gelb ist ja kurz davor, ne? Ja, aber wir sind jetzt hier noch auf einer kurzen Versorgungstour. Hey, Schrauben. Hier ist ein Truck. Was kann man hier oben machen? Ist auch eine gelbe Kiste. Hat leider ja keinen Schalldämpfer. Ja, ich komme wieder runter. Nein, nicht springen, Junge. Junge, klettern. Keine blauen Kisten für mich. Es sind nur gelbe Kisten. Ja, du bist ja nur Unterstützung. Dass du mir Deckung gibst, keine Ahnung. Sowas halt. Ich bin der Idiot. Ja, tut mir leid. Du bist mein Robin. Hell yeah. Yeah, Teppichrolle, was? Materialressourcen. Zack. Großen Sack auf jeden Fall. Gut. Das war's hier? Nein, hier ist noch was. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Oh, tada. Until we improve our storage, we have to expect things to get broken like this. Ja, kann ich die Arbeit. Diese minus zwei Lebensmittel. Umso größer die Gemeinschaft, umso mehr essen sie die Haare vom Kopf. So, Nageleisen, noch mehr Schrauben. Und ich habe noch was markiert. Oh, hier hinten ist auch noch was. Warte mal ganz kurz. Blinkte gerade so. Nee, da kannst du das beanspruchen. Hast du hier eine kleine Schuss? Nee, auf der anderen Seite habe ich noch was zum Durchsuchen. Schön für dich. Ja, wenn, kann ich dir was vor die Füße werfen. Ist ja kein Problem. Und ein Sack Snacks. Mh, lecker. Den kann ich nehmen, den Sack Snacks. Nee, den habe ich schon, hat er glaube ich automatisch genommen. Ist egal. Ach so, ich dachte, du hast ja gar nichts auf dem Rücken. Ja, doch, einen großen Sack. Ach so, ich sehe den nicht. Oh, cool. Ja, haben wir noch irgendwas in der Nähe? Ja, mehr oder weniger. Dann folge ich dir.
Ah, auf dem Hügel ist schon ein Fettsack. Da ist auch ein Kreischer vorne rechts. So. Ich kümmere mich gleich um den. Siehst du, bist zum Killen da. Mathilde die Killerin. Ich bin ein Ninja. Ja, Ninja Mathilde. Mensch hier. Der Bird verbesserte immer mehr seinen Einfluss. Ist er total der Armer hier. So, der geht kommt uns entgegen. Der guckt dich an, ne? Das ist Blickrichtung. Ja. Ja, da hatte ich. Doppelmetzel. Das Gute ist, dass wir uns nicht gegenseitig verletzen können. Ja, das ist ganz nett. Das würde es echt schwerer machen. Oh, hier sind wir ja schon. Ja, gerade wenn man auf so engen Raum irgendwie kämpft. Ja, gerade in den Häusern geht das, glaube ich, ziemlich schnell. Ja. Ach, wir sind am Haus mit der Rutsche. Sounds like we're alone. Ah, hier drin sind blaue Gegenstände, die du dir angucken kannst. Drei Stück. Juhu! Oh, nochmal. Landschaftsbauausrüstung. Hier, ich schmeiß dir mal einen Sack hinten, großen. Den kann er nur einnehmen. Da kann ich den anderen schon mal tragen. Und dann gucke ich mir nochmal hier irgendwo nervt was. There's a group of arms dealers nearby. Their prices are high, but their selection is huge. Maybe we should check it out. I'm always game for this shit. Ich habe hier einen Sack mit Munition gefunden übrigens. Müssen wir uns einfach merken. Ja, ja. Also wir kriegen nicht alles mit euch. Erstmal die Materialien. Ja. Eine Tüte mit Samen. Das schon mal hin. Geh ich. Bräuchten auch, glaube ich, Verbände oder so. Ja, das kann man immer gebrauchen. Ich habe nämlich keine und ich bräuchte. Na gut, ich kann auch schlafen, aber ich habe gerne sowas bei mir. Das Haus hatten wir, glaube ich, schon mal komplett durchsucht, oder? Ich weiß aber nicht. Bin der Meinung, ich konnte nicht alles mitnehmen. Na, gucken wir noch mal. Wenn wir schon mal hier sind. Hat man hier nicht die Kelly gefunden? War das das Gebäude, ja? Das Haus mit der Rutsche. Ja, das war Kelly, definitiv. Ich hab nix. Hier unten zumindest nicht. Ging's nach oben? Nee, aber ich hab auf jeden Fall noch Plätze frei. Ja, ich auch. Glaube ich. Ja, drei Stück habe ich frei. Ja, wir haben hier in der Nähe noch eine Baustelle, ein unfertiges Haus und einen verfaulten Schuppen. Baustelle klingt gut. Ist markiert. Sind doch nur 70 Meter. Ah, dahinter ist einer. Oh. Ich such Bird. Birdie. Zimmermannbeil. Das ist super. Weißt du schon mal, wie man Gegenstände reparieren kann? Ja. Brauche ich dafür irgendwelche Teile oder geht das? Wir brauchen dafür eine Werkstatt. Faszinierend. Rat mal, was ich nicht habe. Du musst bauen. Ja, wir haben nur vorgefertigte Bauplätze, ne? Yep. Naja, wir müssen dann wahrscheinlich eh mal ein größeres Haus suchen.
erstmal kannst du ja das, was du hast, ausbauen. Naja, klar. So, und da vorne ist wie ein Kreischer. Ich erledige den mal. Hier kommen wir nicht rein. Ladefläche ist leer. Stöhnen aus irgendeiner Ecke. Ja, dem einen habe ich gerade den Kopf eingedrückt. Ah, habe ich gesehen. Viele gelbe Kisten sind hier doch. Kopflos. Da ist einer, der möchte meinen Stiefel kennenlernen. Das ist mein Stiefel. Das ist mein Stiefel. Gefällt dir die Sohle? Ja, ihm gefällt sie. So, hier ist noch ein Auto. Die Autos kann man auch durch. Weiß aber gar nicht von wo. Ah, von hinten einfach auf die E drücken. Einfach auf der Ladefläche, die leer ist. Schrauben. Toolkit. Mit diesem Set können wir ein Fahrzeug reparieren. Man muss nur an der Vorderseite gehen und damit interagieren. Okay. Cool. Autos scheint es auch irgendwie seltener zu geben, ne? Ich habe noch keinen funktionsfähigen. Ich habe übrigens gerade einen tragbaren Generator gefunden. Nice. Das ist... Kriegen wir den bestimmt nicht mit, oder? Den habe ich mir noch mitgekriegt. Ah, cool. Und ein Kiefer-Autoluft-Erfrischer. Wofür auch immer man das benötigt. Ja, das weiß ich auch nicht. Noch mehr Schrauben? Ach, Schrauben sind voll. Ich habe 99. Ein Fahrradgenerator. Ich glaube, die lasse ich okay, mal hier. Ich bin jetzt überladen. Ich auch. My back's already killing me. So. Ein bisschen kann ich aber noch nehmen. Bin ich nur schnell. Also ich bin voll. Ich habe 2 Nahkampfwaffen. Warum hat der gerade Aua geschrieben? Weiß ich nicht. Guck mir das noch an. Also ich bin schwer beladen, sprich meine Ausdauer geht dann schnell runter. Ah, Luke hat sich erholt? Oder was ist da gerade? Du hast unsere Heimatbasis schon markiert. Na, du auch, okay. Doppeltmarkierung hält besser. Ganz schön düster hier. Es könnte mal langsam die Sonne aufgehen. Hinter dir ist ein Zombie. So, Burger Bird hat sein Ansehen schon wieder verbessert. Tür ist immer noch offen. Ah, vielleicht schon ist wieder ein Zombie. Rausgegangen. Willkommen daheim. Ich sehe den Status der oberen Gemeinschaft an. Stabil. Supplies delivered. So, dann müsstest du jetzt das Lager ausbauen können. Jawohl, dauert irgendwie 16 Minuten. Boah. Gemeinschaft. Warum ist Luke immer noch verletzt? You do know that all this noise is going to literally wake the dead, right? Watch yourself out there. Mission starten. Wenn du Luke wechselst, startest du seine Mission Kriegsherr. Waffen für alle. Sobald die Mission gestartet wurde, kannst du von Luke nicht mehr von einem anderen Charakter wechseln, ohne dich. Nee. In 23 Sekunden haben wir hier einen Zombie-Angriff. Okay, okay. Die Mission hat er hier. 45 Sekunden. 10 Sekunden. Ja. Hm. Vorne ist, glaube ich, die Tür noch offen, ne? Set siege underway.
Mach's dir zu. Ah, super. Hast du jetzt gemacht? What? Was? Einmal weg. Oh, es hakt wie Sau. Ich hänge am Boden. Da hängst du bei mir immer. Nein, ich hänge nicht. Ich wollte mich verschießen, jetzt hänge ich am Boden fest. Hey there. ich gehe mal die Tür heraus. Ja, ja, mach. Ich mach alleine weiter. So, jetzt kämpft ohne Mathilde weiter. Mann, oh Mann. Mach mal die Tür zu ihr. Alter, was ist denn los hier? Jetzt hab ich den Charakter gewechselt, scheiße! So, Mathilde ist wieder da. Keep the celebration short, we got work to do. Alter, jetzt hab ich aus Versehen den Charakter gewechselt. Warst du schon? Jetzt hab ich ja die Action verpasst hier. Ja, hast du. Oh, sie hat gar keine Waffen. Baue einen Außenposten. Wie wäre es, wenn du erstmal eine Werkstatt baust? Frage ist nur, wohin und ob ich genug Arbeitskräfte habe. Das kannst du gucken, aber wir haben doch, du hast doch eine neue Person dazu bekommen. Also, Werkstatt komm her, bauen. Wo ich gerade stehe. Nö, hinten haben wir ja Platz. Vorne haben wir ja Platz. Ja, da stehe ich doch. Ja, weiß ich nicht. Da brauche ich ja nicht hingehen. Kann ich ja hier rüber machen über das Menü. Von der. Ach, ich mach einfach. Da kommt jetzt auch eins. Dauert 6 Minuten. Ja. War ja schon mal wieder ereignisreicher Tag. Hey. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal noch. Hello, Survivors. This is Nigel Meredith again. As you know, we in Red Talon are working day and night to restore this nation's infrastructure. Until that's done, we need all of you to stay strong out there. Okay. Do not despair. Red Talon has not forgotten you. Bla, bla. Gibt's so Ganggebiete jetzt, wo wir nicht rein dürfen? The Army guy's back on the radio. Moment. Was wolltest du gerade? Nee, ich hab gerade gedacht, gibt's vielleicht so so Gebiete, wo wir uns nicht reinbewegen dürfen? So Art Gangkämpfe, weißt du? Keine Ahnung. Aber wir könnten ja demnächst die verlassene Klinik als Außenposten beanspruchen. Kann ich das aus der Entfernung machen? Nö. Okay, müssen wir gleich hinlaufen. Ja. Gut, aber ich mache erstmal einen Break, würde ich sagen. Die Folge geht schon über 30 Minuten. Reicht. Reicht nächste erstmal. Folge auf der Reise zur Infektionsklinik. Sowas Infektionsklinik, ja. Gut, wenn es euch gefallen hat, bitte lasst ein Like da. Ein Abo wäre noch besser. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.